könnt ihr diese charakteristische Mulde hier erkennen. Hier ist auch direkt nochmal eine. Das sind die Übernachtungsplätze von Rehen. Gleichzeitig findet man da hinten auch die Losung von Rehen. Das heißt, hier scheint einiges los zu sein. Und jetzt, wo ich die Nacht hier im Wald verbringe, möchte ich auf jeden Fall mal schauen, ob ich auch ein Wildtier vor die Linse bekomme. Und damit ich da mit der richtigen Kamera unterwegs bin, habe ich mir einen Partner an die Seite geholt. Und zwar Reolink. Ich habe hier die Go Ranger PT, eine Wildtierkamera, die genau dafür gemacht ist, hier im Wald platziert zu werden. Einmal, weil sie natürlich ja, möglichst unscheinbar sein soll und auf der anderen Seite aber auch, weil sie mit Mobilfunk angeschlossen ist. Das heißt, ich kann von überall auf der Welt auf die Bilder und Videos zugreifen. Und was die genau kann, werden wir miteinander ausprobieren. Und wenn euch das interessiert, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge GeoVentures. Ich bin der Basti und los geht's. Hier werde ich heute Nacht übernachten. Ich habe mein cooles Konzept hier mit dem ATV und dem Dachzeltanhänger unterwegs im Wald. Habe ich auch schon vorbereitet, damit es nachher was Leckeres zum Essen gibt. Und dieses Lager möchte ich natürlich heute Nacht möglichst gut mit der Kamera sehen. Aber ich möchte natürlich auch eine Stelle, wo ich dann die Kamera drehen kann, sodass ich vielleicht auch andere Bereiche mit abdecken kann. Weil ich weiß auch, dass es hier Wildschweine gibt. Diejenigen, die länger schon auf meinem Kanal sind, die wissen das. Ich habe den Videobeweis, wie wir unten das Lager gebaut haben. Kam tatsächlich eine Rotte vorbei. Und der Andi und ich, wir waren super aufgeregt, was passieren wird. Sie sind aber zum Glück einfach nur an uns vorbeigelaufen. Aber das war auf jeden Fall schon eine heiße Nummer. Und vielleicht sehe ich die tatsächlich auch auf der Kamera. Bevor wir uns jetzt aber dran machen, die Kamera zu montieren, möchte ich mit euch erstmal kurz nochmal drauf eingehen, was denn die Kamera so besonders macht und so passend hier für den Wald. Sie wurde nämlich genau für diesen Einsatzzweck entwickelt. Eine Sache habe ich euch schon erzählt. Das Ganze hier ist eine Kamera für den Mobilfunk. Das heißt, egal wo ich bin, wenn ich hier Mobilfunkempfang habe, dann kann ich auch von entfernt auf die Kamera zugreifen. Heißt auf der anderen Seite aber auch, dass ihr eine SIM-Karte braucht, die 5G und 4G kann, damit überhaupt die Daten übertragen werden können. Nächste Besonderheit ist, dass die Kamera einen relativ großen Akku verbaut hat, sodass sie einige Tage autark überleben kann. Aber die Entwickler haben sich damit noch nicht zufrieden gegeben. Sie haben noch zusätzlich ein Solarpanel entwickelt. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, wenn das Solarpanel immer wieder mal in der Sonne ist, dass die Kamera sich autark versorgt und ihr quasi über Jahre hinweg eine Stromversorgung habt. Wichtig bei dem Solarpanel zu wissen, es ist zwar gut dimensioniert, ich habe das bei mir zu Hause getestet, wenn das wirklich gute Sonneneinstrahlung hat, dann seid ihr innerhalb von 2 Stunden voll. Aber wenn ihr natürlich im Unterholz das Solarpanel anbringt und ihr habt den ganzen Tag nur indirektes Licht, dann wird es tatsächlich ein bisschen knapp. Genug Kabel und Anschlussmaterial habt ihr auf jeden Fall, um das Ganze ja ein bisschen höher, niedriger oder auf der Seite zu montieren, sodass quasi Kamera und Solarpanel ein klein bisschen voneinander getrennt sein können. Finde ich persönlich super, weil ich mir damit keine Gedanken machen muss, oh, wann muss ich denn wieder in den Wald rausfahren, um die Batterie zu laden von meiner Wildtierkamera. Das gehört definitiv jetzt der Vergangenheit an. Mein persönliches Highlight ist allerdings, dass die Kamera 360 Grad schwenkbar ist. Und das nicht nur, wenn ich vor Ort bin, sondern ich kann das über die App tatsächlich einstellen. Ihr kennt vielleicht diese Wildtierkameras, die man einfach an den Baum so dran macht, die ja einen Blickwinkel haben. Das ist zwar schon mal ganz nett, aber wenn dann irgendwie was ist und ich möchte die Kamera leicht schwenken, habe ich keine Chance. Ich muss hinfahren und sie beim nächsten Mal anders platzieren. Dieses Problem habe ich mit der hier nicht. Ich kann die sowohl in dem Winkel hier neigen als auch drehen. Es sind natürlich Schrauben mit im Lieferumfang dabei. Aber das wollen wir natürlich bei Bäumen genau nicht machen. Und das hat Reolink auch sich berücksichtigt und hat tatsächlich Montagematerial mitgegeben. Perfekt für den Baum zugeschnitten mit solchen Bändern. Und das bereite ich jetzt entsprechend mal vor. Und bei der Kamera haben wir ein ähnliches Konzept. Das kann ich jetzt durch die Halterung der Kamera einfach durchfädeln. Schauen, dass ich hier in der Aussparung die Antenne und den USB-Anschluss nicht verdecke. Und dann wird das Ganze festgeschraubt. Antenne wieder drauf.
Und so schaut das Ganze jetzt aus zum Montieren fertig. Jetzt geht es nur noch darum, den richtigen Baum zu finden. Und das machen wir jetzt mal miteinander. Für das Solarpanel suche ich mir jetzt einen Platz, der ein bisschen niedriger ist, weil hier tatsächlich mehr Sonne reinkommt in der Ecke als hier hinten, wo die Sonne dann untergeht. Oh, da ist der Gurt aber viel zu kurz. Also, das kann ich vergessen, den hier um den Baum rumzumachen. Da muss ich dann, zum Glück habe ich hier so einen kleinen nebendran, aber da muss ich den hier nutzen. An Reolink, Verbesserungsvorschlag, dieses Band hier, das müsste auch noch mal länger werden. Und jetzt bleibt mir nur noch der letzte Griff, und zwar die Kamera anzuschalten. Also wenn man von der Ferne drauf schaut, muss ich sagen, ist es wirklich super unauffällig. So, jetzt schauen wir mal in die Reolink App. Der verbindet sich jetzt und ihr seht Live-Ansicht. Und da bin ich. Ihr habt die Möglichkeit, hier zum Beispiel ein Foto aufzunehmen oder wenn ihr sagt, genau jetzt möchte ich ein Video aufnehmen, auch das ist möglich und es wird dann direkt bei euch am Handy gespeichert. Vielleicht ein kurzer Hinweis zu den Kilobit pro Sekunde, da oben diese Anzeige. Also ihr seht hier, verbunden mit 4G und 4 Striche von 5, hat also einen guten Empfang auch. Aber ihr müsst natürlich schauen, um diese 800 bis 850 Kilobit pro Sekunde ist die Datenübertragungsrate von dem Video zu eurem Handy. Die findet aber immer nur dann statt, wenn ihr natürlich den Live-Bildschirm oder die Live-Aufnahme auch laufen habt. Ich habe die Kamera circa jetzt seit 2 Wochen und immer wieder auch in Benutzung und habe immer wieder auch geschaut, was passiert denn live. Ich habe mir die Clips, die aufgenommen wurden, habe ich mir auch runtergeladen. Und ich habe jetzt gerade mal 0,4 GB verbraucht in dieser Zeit. Vor dem her super entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Datenverbrauch ist weniger schlimm, als ich ihn mir am Anfang auch gedacht habe. So, schauen wir uns die App nochmal kurz an. Ihr habt hier unten die Möglichkeit, die aufgenommenen Bilder euch anzuschauen. Die Kamera hat nämlich einen Bewegungssensor mit drin. Und die sagt dann, wenn der Bewegungssensor was erkannt hat, dann nimmt sie automatisch ein Bild auf. Ihr seht es jetzt hier mal. Oben seht ihr, das sind jetzt die Einrichtungen, wo ich euch quasi gefilmt habe oder für euch gefilmt habe. Und hier unten seht ihr Aufnahmen, die von mir im Garten passiert sind. Ist relativ unscharf tatsächlich, weil ich da eine Stirnlampe auf hatte. Aber das hat eben auch einen Nachtsichtmodus. Werden wir uns nachher alles mal im Genauer anschauen. Fertig haben wir aber auch die Möglichkeit der Videoaufnahme. Auch da erkennt er automatisch Bewegungen und ihr seht es jetzt hier, da mache ich von unserem Sandkasten gerade das Wasser von der Abdeckung. Also da seht ihr, auch das funktioniert. Es gibt viele Einstellungen, ich möchte aber euch nur eine bestimmte zeigen, das ist die PIR-Bewegungserkennung. Und das, darum geht es, wenn ihr automatische Aufnahmen machen wollt. Bewegungsalarm habt ihr die Möglichkeit, hier die Empfindlichkeit einzustellen. Und zwar für die intelligente Erkennung. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, Person, Fahrzeug oder Tier zu erkennen. Und wenn ihr jetzt sagt, weil eine Straße bei euch vorbeiführt, ich will keine Fahrzeuge erkannt haben, dann zieht man das einfach auf niedrig und dann ist wirklich nur Personen und Tiere, die aufgenommen werden. Finde ich persönlich sehr, sehr cool, dass es die Möglichkeit gibt, das hier individuell einzustellen und auch die Objektgröße, die ihr haben möchtet, minimal und maximal könnt ihr einstellen mit dem Größenbereich hier. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Ich habe mir einen Zeitplan eingerichtet, dass ich sage, gerade wenn ich es im Garten zum Beispiel benutze, tagsüber möchte ich eigentlich nicht, dass was aufgenommen wird. Kein Video zumindest. Aber in der Nachtzeit dann auf jeden Fall schon. Und bei den Kamera, also bei den Fotoaufnahmen, hat man das Gleiche. Und da habe ich so, dass tatsächlich die komplette Zeit ein Foto geschossen wird, wenn sich etwas bewegt. So schaut mein Setup aus, in dem ich übernachtet habe.
Wenn euch das interessiert, schaut da gerne mal in meinem Video vorbei. Und ich habe das natürlich auch mit meiner Kamera mal aufgenommen. So schaut es dann im Nachtmodus aus. Leider hat in der Nacht nicht wirklich sich etwas ergeben. Das Einzige, was ich aufnehmen konnte, waren diese paar Wühlmäuse, die tatsächlich auch recht laut waren in der Nacht. Ich habe dann 2 Wochen lang die Kamera stehen lassen an einer anderen Stelle und ab da hat sich dann der Erfolg eingestellt. Ihr habt gesehen, ein Reh war unterwegs, ich habe ein Wildschwein gesehen und eine Besonderheit, weil ich die Kamera drehen konnte. Ihr seht jetzt, dass da gerade ein Fahrzeug vorbeigefahren ist. Es war durch einen Zufall. Ich habe mich einfach mal live eingeklinkt, habe etwas gehört und habe dann mal auf Aufnahme gedrückt, weil da eine Maschine vorbeigefahren ist, die das Gras aufsammelt. Wollte dann schwenken, um zu schauen, ob ich das Ganze nochmal sehe, irgendwelche Lichter. Lichter habe ich keine gesehen, dafür aber den Kollegen hier. Ich vermute, es war ein Fuchs, das kann man nicht so ganz gut erkennen, aber super stark hätte ich nie machen können, wenn ich die Kamera nicht hätte drehen können. Einen Nachteil möchte ich aber auf jeden Fall auch nicht verschweigen und das ist das Thema der Reaktionszeit. Ihr habt es gerade gesehen, da ist ein Reh durchs Bild gehuscht, aber wir haben eigentlich nur einen kleinen Teil feststellen können, weil der Bewegungsmelder sich natürlich, ja, der reagiert, schaltet die Kamera an, bis die aber aufnimmt, ist einfach einige Zeit schon vergangen. Und hier noch mein persönliches Highlight, ein Reh, was mit seinen Rehkitzen vorbeigekommen ist, nicht nur einmal, tatsächlich auch des Öfteren. Und die Aufnahme wollte ich euch natürlich unbedingt zeigen. Das Ganze ging dann 3 Wochen lang gut und dann ist das passiert. Es ist 10 Uhr in der Nacht und ich bin unterwegs zu meinem Wald, weil meine Reolink-App mir eine ganz komische Nachricht geschrieben hat. Und zwar, dass mein Gerät getrennt wurde. Ich hoffe jetzt, dass die Batterie leer ist. Das wäre der gute Fall. Der schlechte wäre, dass die Kamera geklaut wurde. Das hoffe ich jetzt natürlich mal nicht, weil dann bringt es mir auch nichts, wenn ich jetzt hinfahre. Dann ist die Kamera halt weg. Aber ich weiß, dass ich nicht gut schlafen kann, bevor ich das jetzt rausgefunden habe und bevor ich da Gewissheit habe. Deswegen fahre ich jetzt, trotz der Gefahr, dass mir jetzt gleich irgendwo ein Reh vors Auto läuft. Aber das möchte ich jetzt einfach nochmal wissen. Seht ihr es? Solarpanel ist noch da. Und die Kamera auch. Sehr schön. Und jetzt könnt ihr euch das vielleicht mal so ein bisschen vorstellen. Ihr seht, hier haben wir natürlich ein sehr starkes Blätterdach durch die Naturverjüngung. Und entsprechend natürlich ja, einen recht schattigen Platz für das Solarpanel. Sodass anscheinend im Lauf der Zeit der Akku immer weiter runtergegangen ist. So dass es jetzt am Schluss tatsächlich nicht mehr gereicht hat für die Funktion. Das heißt, es funktioniert schon einige Wochen tatsächlich, waren jetzt ja knapp 4 Wochen, glaube ich. Das heißt, wir haben jetzt schon eine Möglichkeit, das eine gewisse Zeit lang zu nutzen. Aber wenn es nicht 1 oder 2 Stunden am Tag in der prallen Sonne steht, dann habt ihr keine Chance, dass das auf Dauer hält, sondern einfach nur ein paar Wochen, dann müssen wir wieder neu aufladen. Sucht deswegen also am besten einen Platz mit ausreichend Sonne. Was für ein Fazit habe ich über die Kamera? Kommen wir mal zu ein paar Besonderheiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, in diesen 2 Wochen, mit der ich mit der Kamera jetzt arbeite, war noch nie irgendein Absturz zu sehen. Weder von der Kamera selber noch von der App. Also ich muss wirklich sagen, die ist sehr, sehr robust und sehr stabil. Sehr gut programmiert, ist für mich ein sehr reifes Produkt. Die Wertigkeit von der Verarbeitung und so weiter, da ist überhaupt nichts zu bemängeln. Ich war tatsächlich überrascht, dass sie so gut ist. Auch vom Solarpanel, das ist alles mega robust, sehr gut durchdacht, gefällt mir sehr gut. Aber, und jetzt kommt's, was ich mir so Gedanken gemacht habe, tatsächlich aber auch Lösungen schon gefunden habe, diese Kamera, die hängt jetzt hier irgendwo im Wald, da habe ich ja kein Schloss dran. Und jetzt war meine Überlegung, was passiert denn, wenn jetzt jemand da kommt und sagt, oh schön, ich wollte schon immer mal eine Wildtierkamera, die schnappe ich mir. Dann ist es ja so, dass er quasi oder die Person hingeht, vielleicht sogar gefilmt wird, die Kamera abmacht und mit nach Hause nimmt.
Logischerweise wird dann meine App mir sagen, hey, übrigens, es ist eine Bewegung detektiert worden, schau doch mal nach. In dem Moment, wo ich dann da aber nachschauen möchte, ist die Kamera ja, wenn es derjenige schlau macht, schon ausgeschalten. Das heißt, der hat sie genommen, ausgeschalten und in dem Moment habe ich keinen Zugriff mehr drauf, kann also auch die Person gar nicht mehr identifizieren. Fand ich ein bisschen komisch. Aber auch hier sehr cool hat Reolink sich was einfallen lassen. Und zwar seht ihr das in den Einstellungen hier bei FTP. FTP, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das File Transfer Protocol. Wenn ich das jetzt hier einschalte, dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich einen Server habe, eine Webseite zum Beispiel, dass ich das Ganze hier auf einem Webserver hochladen lasse. Das heißt, in dem Moment, wo die Kamera eine Bewegung detektiert, lädt er das schon auf den Server hoch. Da oben ist es dann sicher und egal, ob hier jetzt was ausgestellt wird oder ob sie erreichbar ist oder nicht, die Beweisfotos, die sind auf jeden Fall schon mal auf dem Server mit abgelegt. Also das würde ich euch empfehlen, tatsächlich einzurichten, wenn ihr plant, die Kamera irgendwo ja, zu hinterlegen oder aufzubauen, wo ihr über ja, längere Zeit nicht seid, weil falls die Füße bekommt, habt ihr zumindest irgendwie ein Foto von dem, der das weggenommen hat. Was wir kurz angesprochen hatten, waren ja auch schon die Daten. Ne? Der Datenverbrauch habe ich euch gestern auch gezeigt. Ist super entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Wo es ein bisschen mehr wird, ist, wenn ihr eben dann die Videos runterladen wollt aufs Handy in guter Qualität. Dann geht natürlich da einiges an Daten verloren oder wird einfach Daten verbraucht. Ihr habt aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, natürlich die SD-Karte rauszunehmen und bei euch auf dem PC zu ziehen. Es gibt einen coolen Modus, den finde ich super. Passt mal auf. Und jetzt kann ich mit euch sprechen. Zack. Ihr habt die Möglichkeit, tatsächlich zu sprechen mit einer Gegensprechanlage. Das heißt, ihr könnt eine Nachricht einsprechen und die wird hier ausgegeben. Und ihr habt auch die Möglichkeit, über das eingebaute Mikrofon die Person, die dann da auf der anderen Seite steht, entsprechend auch wieder zu hören. Okay, also ihr seht, auch eine Sirene ist mit dabei. Ist jetzt die Frage, ob man das unbedingt braucht, aber man kann zumindest jemandem sagen, hey, du bist übrigens auf Band, mach dich mal hier vom Acker. Das wird jetzt hier für den Wald vielleicht nicht unbedingt relevant sein, außer jemand möchte euch einen Baum fällen und das Holz klauen oder sowas. Aber da muss man sagen, die haben wirklich an so vieles gedacht. Natürlich findet ihr wieder unten in der Videobeschreibung den Link zur Go Ranger PT Überwachungskamera. Würde mich freuen, wenn ihr darüber bestellt. Vielen Dank an Reolink, dass ihr mir die Kamera zur Verfügung gestellt habt. Mein ehrliches Feedback, ich finde es richtig, richtig cool. Super verarbeitet, super reifes Produkt. Einziger Hinweis wäre tatsächlich das Band von dem Solarpanel nochmal zu verlängern. Gut die doppelte Länge, dann kann ich es nämlich am gleichen Baum festmachen wie die Kamera selber. Mich würde es interessieren, wie hat es euch gefallen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Natürlich Kanal abonnieren, wenn ihr möchtet, würde ich mich auch extrem drüber freuen. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bis bald!